Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Transocean, The Shipping Company. Unser Schiff ist in Algier zum Anlegen bereit. Sehr schön, das hat funktioniert. So, wir haben unseren Ruf noch wieder ein bisschen gesteigert. Piraten sind auf uns aufmerksam geworden. Die Alte ist immer noch da. Und wir werden sie so schnell auch nicht los. So, auf jeden Fall mal tanken. Du bist in Algier. In Algier. Algier, Jao Tauro. Du musst auf jeden Fall noch nach Valencia dann weiter. Wegen der Post, die wir da noch im Auftrag haben. Okay, dann fährst du erstmal schnell darüber. So, ihr seid beide unterwegs. Apropos unterwegs. Gibt nix. Es gibt nix. Das ist ganz schlecht. So. Ja, wir dürfen jetzt auch Luxusgüter transportieren. Das ist natürlich schön. Wir tanken. Auftragsliste. Wir wollen nach Valencia. Valencia ist gut. Dann nehmen wir den Auftrag mit. Dann fahren wir nicht ganz leer. Wir wären nicht reich. Und die Olle regt sich wieder auf. So. Auch da zum Hafen tanken. Auftragsliste: Wir wollen wieder nach Ambari Limani. Haben aber wieder keinen Auftrag dafür. Das ist mies. Na gut, dann fahren wir halt wieder umsonst durch die Welt. Das ist doof. Das ist ganz dolle doof. Sofern wir nicht reich. Sofern wir nicht reich. Tankenauftrag. Port Said gibt es ein paar schöne Sachen. Aber wir wollen nach Jao Tauro. Jao Tauro. Ja, gucken, dass man hier die lukrativsten Sachen findet. Jao Tauro. Da ist das Schiff auch relativ voll. Relativ. So, bestätigen und dann geht's nach Jao Tauro. Die Athena ist in Valencia, ja, plus gemacht und die regt sich trotzdem auf. Es ist. Die ist so anstrengend, die Olle. Die ist so anstrengend. So. Luxusgüter, da fehlt uns die Dämpfung, können wir nicht transportieren. Also, her mit der Post. Her mit der Post. 129 Toy, da wird auch nichts mehr kommen, nichts Besseres. Okay, dann kannst du ablegen, ab nach Stockholm und los. Wir brauchen ein anderes Schiff, ey. Ja, das war doch ganz gut. Ja, die wiederholen sich jetzt leider immer die Meldung. Zum Hafen. Ja, müssen auch bald wieder ein bisschen reparieren. Ambari Limani. Nichts, was wir transportieren können oder dürfen. Das gibt nur wieder Stress. Wie sieht es denn jetzt hier eigentlich aus mit unserem Auftrag? Oder gibt es hier noch irgendwo was anderes, dass wir eventuell noch wieder sinnvoll zurückkommen? Nee. 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 Keiner, der uns was nützt. Nee, keiner, der uns was nützt. So, 131 Toy Post haben wir transportiert, haben noch 90 Tage Zeit, haben jetzt fast 9000 Toy Saft durch. Boah. Okay. Also, da es hier in der Auftragsliste ja wieder nichts Sinnvolles gibt, kannst du mal direkt ablegen und wieder zurückfahren nach Ambari Limani. Jetzt lohnt sich der Auftrag entsprechend nicht mehr so, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Wenn wir hier leer fahren. Leerfahrten sind der grausamste Teil hier in dem ganzen System. Da werden wir nicht sonderlich reich mit.
So. Ja, schön fett der Auftrag. Wenn ich dich rausnehme, war hier noch ein kleinerer? War es ein kleinerer? Nee, ein größerer. 461 Toy. Kriege ich dann noch einen mit drauf? Nein, kriege ich nicht. Der ist aber lukrativer. Gibt es so wenig Geld für pro Toy. Die Gesamtmenge ist aber im Endeffekt mehr und wir kriegen den Auftrag entsprechend erledigt. Okay, Aufträge annehmen. Das ist aber der falsche. Abbrechen. Das ist der falsche. Gibt aber mehr Geld. So. Na, nun nicht mehr. Jetzt haben wir die richtigen, der feine Saft. Sake-Brauerei wäre das gewesen. Okay, dann nehmen wir die jetzt da an. Das sind ja auch wieder ein paar Millionchen, die da zusammenkommen. So, da ist ja schon wieder ein Ciao Tao. Oh, fast 4 Millionen. Und mit 4 Millionen Gewinn ist die Perle auch mal zufrieden. Aber es gibt nichts für die Rücktour. Das ist unschön. Wir brauchen ein Schiff, ey. Gibt immer noch nur Müll. Es gab auch noch keine Nachricht, ne, dass hier neue Schiffe verfügbar sind. Das gefällt mir gar nicht. So, zum Hafen. So. Auftragsliste. Haben wir was, was wieder in die Richtung geht? Wir könnten nach Joao Tauro. Lissabon können wir nicht. Dann fahren wir zumindest nach Joao Tauro. Dann ist die Fahrt nicht ganz vergebens. Wir könnten auch nochmal Dortmund anhalten. Ablegen nach Algier und Schiffmarsch anlegen. Ja, dann leg doch an. Zum Hafen. So. La Danko. Auftragsliste und wir brauchen wieder neues Zeug. Gucken hier. Der bringt auf jeden Fall mehr pro Toy. So, auch der feine Saft. Ja, ist der feine Saft. Übrigens auch noch eine ganze Menge pro Toy. So, du bringst ein bisschen mehr pro Toy, ist aber dafür nicht so viel in der Gesamtmenge. Da ist die Gesamtmenge halt höher, unser Schiff ist besser ausgelastet, aber es bringt auch weniger Geld. Also auf die Masse gesehen. So, nichtsdestotrotz wieder zurück nach Joao Tauro, damit die Schnecke da wieder glücklich ist und demnächst schon wieder unheimlich viel Kohle von uns kassieren kann. Ja, ne? So eine 4 Millionen Aufträge, die freuen dich. Willst ja auch in etwas mehr als einem Monat schon wieder Kohle sehen. Wir haben auch gutes Geld auf dem Konto, 54 Millionen. Aber nix dabei, wieder nix dabei, wieder nix dabei. So. Wann kommen denn eigentlich mal die neuen Schiffe? Das wäre viel interessanter, um einfach mal wieder ein bisschen was transportieren zu können. Also ein schönes Schiffchen wäre jetzt schon nicht verkehrt. So, 419, 485. Könnten wir den auch mit reinnehmen. Dann haben wir von der Gesamtmenge zumindest ein bisschen mehr. Okay, alles der feine Saft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ablegen nach Joao Tauro. Der Auftrag dürfte mittlerweile auch ganz gut aussehen. Ja, 11.000 Toy. Hier ist nichts dazugekommen. Nö, nichts, was uns nützen würde. So. Mit nachher, mit mehr Schiffen, ist es auch ein bisschen leichter, den ganzen Kram zu machen.
Da werden wir nachher auch später die ganzen Firmenaufträge vermehrt dann fahren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo ein Schiff in die Nähe kommt und dorthin fahren kann, halt einfach größer ist. Ja, so. Wir könnten jetzt halt überall hinfahren, ne, und könnten dann mit einem anderen Schiff gucken, ne, weil das würde sich viel mehr lohnen hier. Aber so fahren wir jetzt wieder zum sonst zurück. Also von daher auf mehr Schiffe warten und dann machen wir mehr Firmenaufträge. So. Tanken. Auftragsliste. Nix für Valencia, nix für Joao Douro. Ablegen. So. Dann habe ich gesehen, auf jeden Fall, es sind neue Firmenaufträge verfügbar. Wir werfen zumindest mal einen Blick rein, ob sie uns was nützen, ist eine andere Geschichte. Was ist das hier? Alles oder was? Das lohnt sich doch gar nicht. Du kannst dann losfahren. Dann schauen wir nach den Firmenaufträgen, ob da was dazugekommen ist, was uns was nützen würde, damit wir posttechnisch wieder in die richtige Richtung kommen. Von Algier nach Hamburg. Von nach Valencia. Hamburg, Reykjavik, Joao Douro, Ammonal, Port Said. Das hier wäre das Einzige und das können wir nicht. Das können wir nicht. Das können wir nicht. So, Joao Douro. Wir müssen nach Valencia. Es gibt nichts für Valencia, aber Gott sei Dank, wir sind zumindest in der Nähe. Jetzt würde es auch wieder was für Ambarli-Limani geben in Joao Douro. Wir fahren jetzt erstmal nach Valencia. Post, die anderen beiden Aufträge sind zumindest schon wieder raus. Das geht immer so schnell, alle 2 Tage. So, haben wir hier einen Termin? Nein, haben wir nicht. Wir könnten theoretisch jetzt auch einfach mal 2 Tage warten. So, neue Aufträge sind verfügbar. Wir zahlen 25.000 Liegegebühren pro Tag. Also, das Liegenbleiben ist auch nicht unbedingt cool. Aber es gibt nichts, was wir transportieren dürfen. Gut, dann fährst du halt so. Ablegen. Wieder auftanken. So, wir haben jetzt wieder Valencia. Post brauchen wir für Stockholm. Also nicht drauf hier, ey. Mann, 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 Mann. Der kleine Apple-Kahn, der muss weg. Der muss weg. Der taugt nichts. Der muss so dringend weg. Gab es jetzt eigentlich schon mal neue Schiffe? Nein. Den Knüppel können wir uns noch nicht leisten. Die alte will nämlich gleich Geld haben. Und den müssten wir noch reparieren, ausbauen und so weiter und so fort. Zum Hafen. So, wir wollen wieder nach Joao Douro mit dem feinen Saft. Knappe 1000 Toi. Nochmal einen Tag liegen bleiben. Gucken, ob es noch einen kleineren Auftrag gibt. Vom Preislichen ist der hier am interessantesten. Dass wir den aufladen und dann schlicht und ergreifend nochmal warten. Den könnte man noch mit dazu nehmen. Ja. Dann hätten wir
Also haben wir noch knapp 1000 Toy über. Aber dann müssen wir wieder Liegegebühren bezahlen. Aber so fährt der Kahn wieder halb leer. Und es sind gerade mal 3 Millionen. So, dann machen wir dir doch mal Folgendes und du reparierst. So, dann kannst du hier hinten schon mal weiterfahren. Neue Aufträge sind verfügbar. Gucken, kriegen wir jetzt noch mal was Sinnvolles drauf hier? Jawohl, jetzt gibt es noch mal ein bisschen Angebot. Kriegen wir noch ein bisschen was zusammen? 1382, jawohl. So, ablegen und nach Chao Tao. In einem Monat sind Anteile fällig. Ja, ja, ich weiß. Und ich habe Angst. Ich habe echt Angst. Ich will nicht wissen, was die uns da diesmal abkassiert. Nach Valencia. Ambri Brenan. Ambari Limani. So, mein Gott, ich hab's mal mit dem Ort hier. Wir können beides transportieren. Es gibt auch ein bisschen Geld. Bestätigen, jawohl, ablegen und los. So, Schiffe wird es wohl immer noch nicht sinnvoller geben. Nein. Der Knüppel aus dem Sack hier wäre ja noch ganz interessant. 5000 Toy. Kommt mir ein bisschen klein vor, oder? Ja, wobei hier unten die Post-Panamax, die hat ja auch bloß 7200. Und andere Schiffe sind nicht verfügbar. So, La Tanka. Und wir müssen wieder in Richtung Valencia. Es gibt aber nichts Sinnvolles in Richtung Valencia. Nach Rotterdam würden wir kommen. Das wäre eine relativ kurze Strecke. Da haben wir auch keine direkte... Ja, das Geld ist auch noch okay. Nehmen wir mal mit. Wir reparieren. Und gucken, ob es da nochmal was Neues, Besseres gibt. So. Lalalala. 1319, ja, das werden wir auch beim Warten nicht groß viel besser hinbekommen. Dann lieber die Liegegebühren sparen und ab dafür. So, Rotterdam. Rotterdam. Oh, Valencia. Okay. So, dann müssen wir noch einen kleinen Moment warten, bis die fertig ist. Die Werft von Hamburg hat neue Schiffe im Angebot. Ah, ja. Gasgrüßler. Alles nur Grütze. Okay, der andere also mit 5000 Toy ist schon ein relativ großer. Allerdings, der hier ist schneller, ne? 4,5, 23 Knoten. Der andere fährt nur 15 Knoten. Kann aber 5000 Toy transportieren. Da denke ich ja fast beinahe, ist der hier lukrativer aufgrund der Geschwindigkeit. Hm. 53 Millionen. Super Speed S. Der Low Range fährt halt nur 15 Knoten, ne? Das ist recht langsam. Aber 500 Toy mehr. 500 Toy mehr. Wenn wir den jetzt hier noch mit Motor und das alles ausbauen und das alles, dann kommt der recht zügig vorwärts. Wäre also interessant. Wir haben, wenn die noch die Anteile da haben will, ne? Wird dann aber knapp vom Geld, ne? Es wird dann knapp vom Geld. Haben wir noch knappe 14 Millionen über. Die hat beim letzten Mal schon 8 Millionen kassiert.
Und es richtet sich ja immer nach dem Konto und dem Wert der Schiffe. Und wenn der Kutter hier schon 53 Millionen kostet, die anderen haben auch ein bisschen, was sie kostet. Wir warten noch einen Moment. Wir lassen erstmal die Kohle für die alte wegkommen. Und dann werden wir den kleinen Knüppel auch verkaufen. Und dann soll der Große hier im Zweifelsfall fahren. So. So. Wir haben getankt. Platz. Naja, minimal Platz haben wir noch. Kriegen wir aber nichts mehr mit. Der ist zu groß, der Auftrag. Der ist auch zu groß. Und nach Lissabon wollen wir nicht. Oder? Ach doch, dann nehmen wir das noch mit hier. Ablegen. Wir fahren jetzt nach Rotterdam. Los. So, da gab es wieder 4 Millionen. Die Alte freut sich wieder wie ein Schneekönig. Auftragsliste, das dürfen wir nicht. Hey, also fahren wir da oben sonst durch die Welt. Ablegen. Wir wollen nach Jiaodao. 720, der feine Saft. Umso kleiner die Menge ist, umso mehr Geld gibt es dafür. Dann bleiben aber ein bisschen was übrig. Nee, dann bleiben wir so in der Menge. Und los. So, du bist in Rotterdam angekommen. Sehr schön. Ja, es hat dir nicht gefallen, ne? Gab wieder nicht genug Millionen für dich. Hast ja auch noch kein Geld bekommen von uns. Du armes, armes, armes Mädchen. Ach, nee. Die tut mir so leid, die Investorin, ne? Muss hier am Hungertuch nagen, ne? So wenig Umsätze machen. Ja, ne? Mehr als 3,8 Millionen, das freut dich wieder, ne? Da reibst du dir wieder die Hände. Du freust dich schon auf die nächste Abrechnung. Das sehe ich dir doch an. So, wieder nichts, was wir mitnehmen können. Doof, doof, doof. Also fahren wir so durch die Welt. Ablegen. Das ist nicht schön, ist das nicht. Das hier wäre so eine schöne kurze Tour, ne? Port Said. 13.000 Toi. Aber leider die falsche Richtung. Von Port Said dahin wäre ein bisschen besser. Das hier andersrum wäre auch besser. Und das hier andersrum wäre auch besser. Oder das hier andersrum, aber nein, 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 nein. Man gönnt uns das nicht. Man gönnt uns das nicht. So. La Danca. Valencia. Wir wollen nach Valencia. Es gibt aber nichts für Valencia, also ablegen Valencia und los. Tanken, Auftragsliste, wieder schönes Zeug für Jiaotao. So, Kahn auch fast voll. Sind nicht die lukrativsten, aber fast voll. Ablegen. So, wir haben jetzt wie viel geliefert? Oh ja, hier waren wir richtig fleißig. Noch 47 Tage. Also, wir brauchen wirklich ein großes Schiff, sonst kriegen wir den Auftrag nicht mehr durch. Und der andere 47 Tage und wir haben 18.000 geliefert von 32.900. Okay. Okay. So, wir sind in Valencia und müssen nach Stockholm. Und 25 Toy haben wir dann dabei. Ablegen und los. Scheiße, habe ich getankt? Ich jetzt gar nicht drauf geachtet, ob ich getankt habe. Auftragsliste und wir wollen wieder zurück nach Ambari Limani.
Idiot, mehr gibt's nicht, lohnt sich nicht. Würdest du wieder schimpfen? Aber das scheint da positiv zu sehen, ne? Also wenn wir hier eine Leerfahrt machen, da regt sich nicht auf. Machen wir hier eine Fahrt, wo wir wenigstens die Kosten rauskriegen, regt sich auf die Schnepfe. Mann, 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 Mann. Okay, so. Ihr seid unterwegs. Zack, 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 zack. Da gab's wieder neue Sachen. Unsere Schiffe sind soweit wieder an Ort und Stelle. Und dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge mal, ob wir uns ein Schiff zulegen. Und bis dahin sage ich Tschüss und Bye, Bye.